Rapper-Karrieren sind heute eng mit Erfolg in den sozialen Medien verbunden. Kaum ein Künstler wird mehr bekannt, ohne uns sein Privatleben auf Twitter, TikTok oder Instagram zu zeigen. Und doch gibt es den einen oder anderen Artist, der dem entschieden entgegensteht und erfolgreich wurde, trotz oder gerade weil er sich der Öffentlichkeit entzieht. Und um diesem Phänomen mal auf den Grund zu gehen, blicken wir heute auf 6 sehr berühmte Rapper, deren wahre Identität komplett unbekannt ist. Und welche davon die krassesten Skills, die mythischste Story haben oder einfach die erfolgreichsten sind, all das zeige ich dir hier bei Ride. Doch bevor wir heute loslegen, habe ich ein kleines Dankeschön für euch vorbereitet, denn wir haben vor ein paar Tagen einen fetten Meilenstein geknackt. 30.000 Abos sind ziemlich genau einem Jahr, damit hätte ich niemals gerechnet. Letztes Jahr zu dieser Zeit waren wir gerade einmal knapp 2.000 und für diesen krassen Zuwachs gebührt euch allen ein fettes Danke. Aber nicht nur das, denn ich bin nicht nur ein Mann warmer Worte. Also Freunde, heute haben 3 von euch die Chance, jeweils einen 50€ Amazon-Gutschein zu gewinnen. Mitmachen geht doch ganz einfach, ihr abonniert diesen Kanal, falls ihr es nicht eh schon getan habt, folgt meinem TikTok, den ich vor ein paar Tagen gestartet habe, dort gibt's übrigens mehrmals die Woche interessante News und Fakten zu deinen Lieblingskünstlern und du kommentierst dort unter dem neuesten Video, was du dort als nächstes sehen willst. Zusammen mit dem Hashtag Ride30k, damit ich weiß, dass du vom Gewinnspiel kommst und schon bist du dabei. Einsendeschluss ist Freitag, der 18. Juni 2021 und alle Teilnahmebedingungen findest du auch in meinem neuesten YouTube Community Post. Aber jetzt zurück zum Thema. Los geht's mit einer Rapperin, die zwar bisher keine Top 10 Platzierungen vorweisen kann, aber bereits seit 6 Jahren so abliefert, als würde sie. Platz Nummer 6, Antifox. 2 Jahre nach der Teilnahme an einem Online-Battle-Rap-Turnier und ersten Anflügen von etwas, das mal ein Hype werden könnte, droppte Antifuchs im März 2015 mit Willkommen im Fuchsbau ihre erste Free-EP. Unterstützt von Produzent Rook, der bereits mit Künstlern wie Kodak Black, Raf Camora und Kool Savasch gearbeitet hat, versprach sie damals Frauenrap, der endlich nach Rap klingt. So sagte sie selbst im Titeltrack der Platte. Und das war ihr tatsächlich auch ziemlich gut gelungen. Markenzeichen damals wie heute, eine schwarze Fuchsmaske. Und zu Zeiten, als Genetik mit DNA auf der Höhe ihres Erfolges waren, wurden wegen einiger Stilähnlichkeiten oft Vergleiche zu Caruso bzw. Kappa gezogen, die allerdings damals eher wohlwollend zu verstehen waren. Seitdem folgten 2 Soloalben, eine EP und bisher nur eine Top 100 Platzierung. Zwischenzeitlich bewies sie außerdem ihre musikalische Vielseitigkeit und unternahm mit Hartgeld im Club Ausflüge in den Metalcore. Ein echter Hype blieb also, trotz teilweise hochkarätiger Features, bis heute leider aus. Vielleicht liegt das ja an ihrer Verschlossenheit, wer weiß. Die Songs sind jedenfalls on point, vor allem wenn es darum geht, dass es nach vorne geht. Bis heute ist über sie nur bekannt, dass sie aus Kasachstan stammt, am 23. Juli 1989 geboren wurde und in Flensburg ihre Jugend verbrachte. Naja. Weiter geht's zu einem weiteren Maskenträger mit Wurzeln im Battle-Rap. Platz Nummer 5, Lance Butters. Obwohl er momentan nicht unbedingt zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands zählt, gehört er doch zu der absoluten Oberliga unter den Maskenrappern. Schon früh machte er sich eine klassische Iron Man Plastikmaske zum Markenzeichen und nachdem er bereits ab 2006 in der RBA aktiv war und ab 2010 auch im VBT ordentlich abgerissen hat, startete er mit seiner Unterschrift 2013 bei 4 Music eine ziemlich erfolgreiche Rap-Karriere, die bislang in einem Top 10 und einem Platz 2 Album sowie einer Top 100 EP mündete. Seit dem Release seiner EP Future Shit im Jahre 2013 tritt er mit abwechselnden Masken in Erscheinung, die sich in Farbe und Form teilweise stark voneinander unterscheiden. Da er Auftritte in der Öffentlichkeit generell zu meiden versucht, gilt er als äußerst seltener Gast bei Musikveranstaltungen und Festivals und obwohl er zwischenzeitlich mittlerweile auch hier und da ohne Maske gesehen wurde, bleibt der größte Teil seines Privatlebens ein Mysterium. Alles, was man über ihn weiß, ist, dass er irgendwann 1988 in Friedrichshafen am Bodensee geboren wurde und dort Kindheit und Jugend verbrachte, die geprägt war von der Trennung seiner Eltern. Ein Ereignis, mit dem sich Lance in seiner Karriere noch oft auseinandersetzen sollte. Jetzt kommen wir zu einem Rapper, der nicht nur 2 Goldplatten sein eigen nennt, sondern auch als einziger eine glaubhafte Antwort hat auf die Frage, wer am Lenkrad sitzt und in den Apple Store brettert. Platz Nummer 4, AK außer Kontrolle.
AK außer Kontrolle, beziehungsweise eigentlich Davut Altundal, so heißt er mit bürgerlichem Namen, wurde Anfang der 80er Jahre in einem Berliner Asylantenheim als Sohn kurdischer Eltern geboren. Sein genaues Geburtsdatum bleibt, ähnlich wie es lange Zeit sein echter Name war, bislang sein Geheimnis. Seine Eltern kommen ursprünglich aus einem kleinen Dorf in der Türkei und sind zuerst in den Libanon und dann nach Deutschland geflüchtet, wo der junge Davut mit seinen 10 Geschwistern im multikulturellen Problemviertel Wedding aufwuchs. Aber da hört es mit den Fakten über seine Identität auch schon auf. Und das trotz 4 Top-10-Platzierungen, 2 goldenen Schallplatten und knapp 9 Jahren im Auge der Öffentlichkeit. Übrigens habe ich über ihn und sein Umfeld vor einigen Monaten auch schon eine kleine Biografie produziert. Link in der Videobeschreibung. Kommen wir zum Treppchen und damit zu Platz Nummer 3. Genetik. Obwohl sie derzeit in erster Linie mit kruden Thesen und mystischen Tweets auf sich aufmerksam machen, war das saarländische Duo lange Zeit einer der vielversprechendsten Sterne am deutschen Rap-Himmel. Nach dem selbstveröffentlichten Fötus-Tape verbreitete sich um Weihnachten 2011 eine Nachricht wie ein Lauffeuer durch YouTube und Rap-Magazine. Das Duo Genetik steht ab sofort beim Düsseldorfer Label Selfmade Records unter Vertrag. Damals schon fast ein Garant für eine erfolgreiche Karriere. Und so kam es dann auch. Gemeinsam veröffentlichten Sick, Caruso und Selfmade 4 Alben, 3 davon kamen in die Top 10 und 2 landeten sogar auf Platz 1. Nach der Trennung von Selfmade im Jahre 2017 kamen bislang über das eigens gegründete Label Out of This World noch 3 weitere Alben dazu. Dass man es da schafft, derart anonym zu bleiben, ist schon eine ziemlich starke Leistung, denn über die beiden Member ist außer ihren Künstlernamen absolut gar nichts bekannt. Weiter geht's zu einem Rapper, über den in meinen Kommentaren regelmäßig behauptet wird, er wäre gar keiner. Und doch ist er heute hier. Platz Nummer 2, Crow. Nach nun fast 10 erfolgreichen Jahren im Game, 4 Platz 1 Alben und etlichen Auftritten in der Öffentlichkeit, hält der Stuttgarter Rapper noch immer an seiner Maske fest. Allein das Design hat sich im Laufe der Jahre geändert. Sein echter Name, Carlo Weibel, ist inzwischen zwar bekannt und wer danach sucht, findet im Internet auch ein Gesicht, aber da endet das öffentliche Wissen über ihn auch schon. Dennoch, die Leute sollten sich auf die Kunst konzentrieren, sagt Crow, nicht auf ihn als Person. Ein echter Klassiker, wenn Musiker ihre Masken erklären. Als letztes kommen wir zu einem Rapper, der mit seiner Anonymität spielt wie kaum ein anderer. Platz Nummer 1, 18 Karat. Naja, wer das ist, muss ich meinen Stammzuschauern eigentlich nicht mehr erzählen, aber ich mach's trotzdem. Der Aufstieg von 18 Karat wirkt rückblickend schon ziemlich kometenhaft. Innerhalb von gerade einmal 6 Monaten schaffte er sich aus dem Nichts enorme Reichweite, Top 10 Platzierungen und ein Signing bei Banger Musik. Trotz etlichen Top-10-Platzierungen, einem enormen Hype und einer gigantischen Social-Media-Followerschaft ist über den Rapper nur bekannt, dass er wahrscheinlich entweder Ivo Vieira Silva oder aber Tony heißt und irgendwann gegen Ende der 80er Jahre in Bosnien geboren wurde. Außerdem soll er einigen Quellen zufolge auch portugiesische Vorfahren haben. Das war's dann aber auch schon, denn viele Informationen über seine Person gibt 18 Karat aus Sicherheitsgründen, wie er behauptet, nicht preis. Mal abgesehen von einigen winzigen Einblicken in der Ohne-Maske-Doku auf dem Banger-Channel. Auch die Maske sei eine Schutzmaßnahme, das liegt daran, weil ich ein Junge von der Straße bin und noch nicht ganz raus von der Straße und noch viel zu verstecken habe, erklärte er in einem mittlerweile gelöschten Interview mit TV Straßensound. Wenn ihr wissen wollt, was ich noch so alles über ihn erfahren konnte, checkt mal meine Biografie über ihn, die ich euch unten verlinkt habe. Weiter geht's dann nächsten Freitag mit einem neuen Video, denn wir sind hier am Ende. Wie fandst du denn diese Folge? Lass es mich in den Kommentaren wissen und wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Like da. Wenn du mehr sehen möchtest, hau ein Abo raus und wenn du absolut nichts mehr verpassen willst, dann läute die Glocke. Darüber freue ich mich natürlich am meisten. Bis dahin, Freunde, macht's gut, haut rein, wir sehen uns.